Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Winter- und Weihnachtsdeko-Video. Ich habe wieder ein paar schöne Sachen für die Weihnachtszeit gefunden. Natürlich jetzt nicht so viele wie letztes Jahr, weil ich einfach auch inzwischen sehr viele habe. Aber ich habe mir ein paar Sachen erfüllt, die ich schon immer haben wollte. Und damit fange ich auch direkt an. Die erste Sache, die ich ausgesucht habe, war bei Woolworth. Und absolut Empfehlung, geht dieses Jahr zur Weihnachtszeit zu Woolworth. Die haben so schöne Sachen. Ich konnte nicht alles holen, weil ich teilweise die Dinge auch schon habe. Aber ich habe mir die zwei Häuser ausgesucht. Ich wollte die seit Jahren haben. Ich sehe seit Jahren Leute, die sich die auf die Fensterbretter stellen oder einfach als Deko zu Hause verteilen zur Weihnachtszeit. Die könnt ihr auch eine Weile länger stehen lassen. Die sehen so schön aus, so schlicht, aber auch richtig schön. Und eigentlich stellt man da unten drunter Teelicht rein. Habe ich immer gesehen. Ich habe die Dinger auch teilweise für 10 Euro pro Stück gesehen. Bei Woolworth kosten sie, glaube ich, 2, 3 Euro. Ich schreibe euch das in die Videobeschreibung natürlich unten rein. Jedenfalls, eigentlich kommen da Teelichte rein, aber ihr seht jetzt unten drunter, in dem Fall sind LEDs schon eingebaut. Das heißt, ihr müsst es nicht im Auge behalten. Ihr könnt es die ganze Nacht flackern lassen und ihr müsst sie ständig austauschen. Ich habe mir einfach den Traum erfüllt, weil ich die so schön fand. Und ich glaube, ich mache euch die auch mal an. Dann kann ich die nämlich direkt um mich rumstellen. Schaut mal bitte, wie schön die aussehen. Ich glaube, ich verwende das gleich hier hinten so ein bisschen als Deko-Element. Und das zweite mache ich auch noch an. Das ist einfach richtig schön. So sieht's aus. Ich liebe die. Wohin kommt das? Das mache ich hier hin. Ich hoffe, das ist noch zu sehen. Genau, das ist die erste Sache, die ich mir erfüllt habe, die ich richtig lange schon haben wollte, nie gemacht habe. Vielleicht hole ich noch ein paar mehr Häuser dazu. Aber ich finde die toll. Die zweite Sache, die ich ausgesucht habe, und zwar habe ich da bei T-Docs geschaut, war ein totaler Zufall, ich war spazieren, wollte eigentlich ganz woanders hin, dann hat eine Stimme in meinem Kopf gesagt, geh jetzt rein zu T-Docs, weil ich einfach vorbeigelaufen bin und da habe ich was richtig Cooles gefunden, und zwar diese Weihnachtszweige hier, ich habe zwei Stück ausgesucht, sind auch leicht unterschiedlich, ihr habt einmal so eine Kunsttanne, dann ein paar Beeren und in dem Fall hier habt ihr so einen Zapfen mit dran und hier habt ihr sogar noch einen extra Apfel mit reingesteckt. Ich habe mir die geholt, erstens, also so eine 3-in-1 habe ich vor. Die erste Sache ist, als Strauß stelle ich mir einfach sehr schön vor, wenn ich das zur Winterzeit in eine kleine Vase stelle, vielleicht noch auf den Tisch. Die zweite Sache, apropos Tisch, das ist auch eine richtig schöne Sache, wenn ihr euren Tisch deckt und in der Mitte, statt so einer großen Girlande, die den ganzen Platz wegnimmt und ihr keine Teller mehr hinstellen könnt, gerade wenn ihr einen kleinen Esstisch habt wie wir, da kann ich das hier super rauflegen. Das heißt, zwischen den Tellern, zwischen den Sachen, die ich serviere zu Weihnachten, kann ich das als Tischdeko verwenden. Und die dritte Sache, und das war auch ursprünglich das, warum ich es wirklich haben wollte, ich möchte gerne zur Weihnachtszeit viel backen und ich möchte natürlich auch meine Rezepte wieder auf der Webseite teilen mit euch. Und für eins der Rezepte, wie wahrscheinlich das schönste und größte und anspruchsvollste Rezepte für mich zumindest, ist das hier. Ich mache nämlich eine wunderschöne Weihnachtstorte und da möchte ich die gerne als Deko verwenden. Genau, waren auch nicht teuer, auch da die Preise wieder in der Videobeschreibung. Dann kommen wir zu den Sachen, die ich online bestellt habe. Ich habe, wie immer, zur Weihnachtszeit den größten Teil online bestellt, weil ich einfach erstens das Gefühl habe, dass das sich in den Läden irgendwie jedes Jahr ein bisschen wiederholt. Das heißt, da kommen nicht neue Ideen dazu. Und zweitens ist einfach super praktisch. Dann habt ihr einen Überblick, welches Farbschema möchtet ihr haben. Passt das in meine Größen rein? Sind das zum Beispiel die Kissenmaße, die ich brauche? Denn ich habe Kissen geholt. Die erste Sache, die ich ausgesucht habe, beziehungsweise das erste Kissen oder Kissenbezug, ist dieser hier. Alle Sachen, die ich online kaufe, verlinke ich euch immer in der Videobeschreibung. Also schaut einfach vorbei. Ansonsten die Preise von den anderen Sachen sind auch da drin. Jedenfalls das erste Kissen, was ich ausgesucht habe, ist das hier. Das ist im Maß 45 x 45 cm und es ist das Klischee-Weihnachtskissen. Ihr habt dieses typisch rot-grün karierte, so ein bisschen American-Style. Ich weiß nicht, wenn ihr alte amerikanische Filme schaut, dann sieht man immer diese Flannel-Stoffe, diese Baumfällerhemden. Finde ich richtig cool. Musste einfach mein kleines Herzchen holen, weil ich das früher ein bisschen auch nicht meiner Kindheit, aber meinem Teenage-Alter verbinde, wo ich ganz viele Weihnachtsfilme und ganz viele Amerika-Filme geschaut habe. Deswegen, erste Sache, die ich ausgesucht habe, ist der hier. Ist auch kein besonderer Stoff, wirklich ganz normal, dieses, wie gesagt, Baumfällerhemd. Irgendwie so, kennt ihr bestimmt. Dann habe ich euch zur Herbstzeit gezeigt, dass ich neue Kissen geholt hatte und hatte eins in so Rostrot geholt, was ich auch total geliebt habe und ich habe das auch total gefeiert. Und ich habe mir das gleiche Kissen im Maß 50 x 50 cm nochmal ausgesucht, aber diesmal in diesem Creme- oder Beige-Ton. Wunderschön wieder. Warum ich nochmal exakt das gleiche geholt habe, normalerweise versuche ich ja so ein bisschen Diversität reinzubringen. Es ist einfach der schönste Stoff. Es ist, sieht man gar nicht, aber es ist der kuscheligste Stoff. Es ist super hochwertig gefertigt. Ihr seht jetzt hier auf der Rückseite auch, man hat hier den Reißverschluss richtig eingearbeitet. Nicht billig irgendwie, sondern der ist fast unsichtbar.
Also ich kann das Kissen total empfehlen. Ist im Maß 50x50, also ein bisschen größer als das, was ich gerade eben gezeigt hatte. Und ich habe insgesamt 4 Stück ausgesucht. Das mache ich immer so. 2 auf jeder Seite, passt ganz gut. Genau, das habe ich ausgesucht. Dann ebenfalls ein Kissen, was auch im Maß 50x50 cm ist und aus dunkelgrünem Samt. Das ist das hier auch wieder. Super Qualität, es ist so schön. Es erinnert mich ein bisschen an H&M Home, wo ich auch sehr gerne Sachen hole, wo ich auch viele unserer Weihnachtsdeko-Sachen schon gekauft habe. Genau, so sieht's aus. Wunderschönes dunkelgrünes Schema und ihr kennt inzwischen, also ihr merkt, es wird dunkelgrün dieses Jahr. Letztes Jahr war es kunterbunt. Dieses Jahr möchte ich ein bisschen ruhiger werden und möchte gerne weiß, creme und dunkelgrün haben. Passt auch zum Weihnachtsbaum. Genau. Also das Kissen habe ich auch ausgesucht. Da ist ebenfalls der Reißverschluss wieder super schlicht eingearbeitet. Ihr seht es hier. Das heißt, den sieht man kaum. Dann das letzte Kissen, was ich geholt habe, ist ein ebenfalls kariertes Kissen. Finde ich aber extrem schön und könnte man eigentlich auch das ganze Jahr verwenden. Ich mache es mal zu, damit man die Form besser erkennen kann. Das ist im Maß 50x30 cm, müsst ihr natürlich gucken, ob ihr das zu Hause habt bei euch. Aber ich finde das richtig schön. Wie gesagt, ich kann mir das auch das ganze Jahr über vorstellen. Das passt perfekt bei uns rein. Möchte aber jetzt zu diesem anderen karierten noch dieses haben. Genau, finde ich sehr schön. Ist ein bisschen groberer Stoff, aber wirklich, ich freue mich einfach so sehr. Und ich finde, Kissen machen zu Hause so einen extremen Unterschied. Dann habe ich natürlich ganz viel vor zu backen. Es ist die Weihnachtszeit. Ihr kennt mich, ich liebe auch das ganze Jahr über zu backen. Aber ich habe mir was gegönnt. Das ist wirklich so, eine andere Frauen holen sich Schuhe oder Make-up oder was auch immer. Und das lässt mein Herz nicht so höher schlagen. Bei mir ist es Deko, Einrichtung und Backwaren. Und ich habe zwar nicht die Zutaten, die ich jetzt euch zeige, weil das extrem viele sind, die ich geholt habe. Aber ich zeige euch alle Utensilien, die ich neu dazu bekommen habe, beziehungsweise mit denen ich die Rezepte für meine Webseite fotografiere. Das ist ja auch immer ganz wichtig für mich. Fangen wir an mit der ersten Sache. Und zwar habe ich diese Bärchenschalen hier ausgesucht. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, warum Bärchenschalen? Das ist so ein bisschen weird. Nein, das ist schön. Und zwar habe ich Plätzchen in Bärchenform geplant. Das teile ich wahrscheinlich auch mit euch wieder. Und dazu möchte ich gerne die hier haben. Die kann ich entweder dazu verwenden, dass ich Zutaten einfach für das Rezept drin habe oder dass ich sie später dann zum Staging verwende, wenn ich die Fotos mache. Richtig niedlich. Die habe ich einzeln gekauft, deswegen verlinke ich sie wahrscheinlich auch mal einzeln. Ja, sehr, sehr süß. Die gibt es auch mit einem Hundegesicht. Aber ich habe, wie gesagt, Bärchen, weil das einfach super zum Rezept passt. Dann habe ich was extrem Schönes ausgewählt, was ich wieder das ganze Jahr über haben könnte. Und zwar diese Dipschale hier, ist eine ganz kleine, wunderschön filigran. Ihr seht das, wie schön die ist. Die möchte ich gerne auch verwenden, wie gerade eben schon erwähnt. Entweder als Staging im Hintergrund, beziehungsweise um die Rezepte herum verteilt, also um die Backwerke. Oder um vielleicht sowas wie Streusel oder so reinzumachen. Lasst euch da überraschen, finde ich einfach richtig schön. Und die kann natürlich das ganze Jahr über behalten werden. Die ist jetzt nicht nur für die Weihnachtszeit, die ist einfach so schön, die kann man immer nehmen. Ich könnte mir das sogar vorstellen als Seifenschale oder wenn ihr so festes Shampoo verwendet, könnte das auch richtig cool sein. Dann eine Sache, in die ich mich verliebt habe. Auch wieder, was ich eigentlich das ganze Jahr über haben könnte. Aber schaut euch das mal an. Dieser Teller mit diesem verschnörkelten Muster rundherum. Wunderschön, sehr winterlich, sehr weihnachtlich. Sowas holt man eigentlich auch nur raus, wenn so besondere Zeiten sind, wie zum Beispiel an Heiligabend oder ersten Weihnachtsfeiertag. Und ich habe den ebenfalls für Rezepte geholt, werde ihn wahrscheinlich aber auch für die besonderen Anlässe dann nochmal auspacken. Und er ist einfach schön. Ne, wieder Farbschema, super schlicht, könnte eigentlich das ganze Jahr über verwendet werden. Aber ich finde schon, dass dieser Rand sehr winterlich, weihnachtlich ist. Und ich wirklich, ich bin verliebt. Traumhaft schön. Dann habe ich was geholt, was gar nicht so sehr geschirrmäßig ist, sondern einfach, was sich super eignet für Fotos. Und zwar eine große Platte, eine Metallplatte. Ja, darauf werde ich auch Backwerke machen. Und das ist ganz cool, weil das mal ein bisschen Struktur mit reinbringt, ein bisschen Farben mit reinbringt. Ihr habt jetzt so ein bisschen angerostete Optik mit dran. Also es ist wirklich schön hergestellt worden. Bin ich sehr happy mit. Genau, das habe ich mir ausgesucht. Ist einfach nur so ein Tablett mit Tragegriffen. Von unten sieht es so aus. Richtig cool. Könnt ihr natürlich auch verwenden, wenn ihr jetzt um euch herum so eine Sachen, wie ich neben mir habe, einfach dekorativ da drauf verteilt oder vielleicht einen Kranz drauf macht. Wirklich sehr vielseitig einsetzbar, aber ich finde es wirklich schön und ich werde es fürs Backen verwenden. Und die letzte Sache, die ich fürs Backen geholt habe, ist eine Bambusplatte und zwar diese hier. Das ist eine ganz normale, ich glaube, die hat einen Durchmesser von 30 cm und ich habe die einfach geholt. Ich habe ja vorhin erwähnt, ich möchte gerne eine Weihnachtstorte machen. Und da soll die drauf kommen, dass ich die auch tragen kann. Ich möchte die natürlich nicht einfach zu Hause rumstehen haben, sondern ich möchte die auch transportieren zu den Menschen, die sie dann essen dürfen. Und ich möchte sie auch zum Fotografieren möglichst
easy bewegen können. Deswegen habe ich mir die hier geholt. Die ist auch super praktisch. Ihr habt hier auch an der Seite so eine Einkerbung und so eine Griffe. Genau, dafür habe ich die geholt. Sehr happy auch damit. Dann kommen wir zur allerletzten Sache für heute. Wie gesagt, ich habe nicht so viele geholt, aber es sind wunderschöne Dinge. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, was von den Sachen euer Liebling ist und was ihr euch geholt hättet. Die letzte Sache ist riesengroß und ich hoffe, dass man die sehen kann. Ihr seht wahrscheinlich hinter mir, dass da so ein Bild ist. Ne? Das ist von Morris, ich glaube, Philip? Nee, William Morris ist hinter mir. Ich müsste eigentlich den Namen wissen, wenn ich es schon aufstelle. Ne? Jedenfalls habe ich gerade erst hingestellt, fand ich sehr schön. Finde ich auch so ein bisschen winterlich, möchte aber full on Christmas Vibes haben. Und was könnte man schöner zur Winterzeit haben als einen Hirsch? Schaut euch das mal an. Das ist wieder im Maß 50x70 cm, also wie das Bild hinter mir. Und genau, ich finde den richtig cool. Ich hoffe, dass ihr den auch richtig gut sehen könnt hier. Das habe ich mir ausgesucht. Stelle ich mir richtig schön vor. Kommt auch direkt hinter mich einfach. Genau, das ist die letzte Sache, die ich für Weihnachten und Winter neu dazu gekauft habe. Plus die anderen Sachen, die wir schon haben, wird das einfach ein richtig schön festlicher Anblick. Ich wünsche euch natürlich jetzt schon mal eine schöne Winterzeit. Wir haben noch nicht Weihnachten. Ich filme das Video absichtlich jetzt, damit ihr Zeit habt, die Sachen nachzukaufen und inspiriert zu sein natürlich für eure Weihnachtszeit. Ich wünsche euch trotzdem, wie gesagt, eine wundervolle Winterzeit und wir sehen uns in den nächsten Videos auch zur Weihnachtszeit. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Ciao!